Also wir fahren jetzt mit der Marion erstmal eine Runde unten rum, erklären ihr ein bisschen, wie das funktioniert, und dann ist es das Ziel, dass sie heute auch eine Runde auf der Bahn fährt. Also das wollen wir hinkriegen. Also es sieht schnell aus, aber ich fühle mich noch nicht so sicher wie auf dem Schlitten, muss ich sagen. Ich kann es ja noch ein bisschen links und rechts machen. Tell me what you're waiting for. Move and keep going till your life is over. Also wir haben definitiv ein neues Talent entdeckt. Hat sich echt gut angestellt, hat super Spaß gemacht. Ich muss jetzt gucken, wenn sie kommen, weil absteigen ist noch nicht so leicht. Da sie nicht hinfällt, halte ich sie jetzt fest. Ja, es war erstmal ganz ungewohnt, obwohl ich eigentlich auch durch Kurven fahre, ist komisch, ne? Aber fetzt, macht Spaß und eigentlich schöne Sportart. Könnt ihr öfters im Fernsehen kommen. Mit ein paar Tipps hat das wirklich gut geklappt. Und jetzt kann sie eine neue Motivation, kann sie noch nach Sochi. Fokus on Sochi. Sportler für Sportler. Ja, und unser Champions Coach für die Wintersportler ist, dass wir uns vor den Olympischen Spielen jeden Abend vorm Einschlafen gesagt haben, träum gut und träum vom Gold, vom Podest bei den Olympischen Spielen. Und ich habe immer gesagt, wenn es im Laufen mal ganz schwierig lief im Training, wir stellen uns jetzt vor, wir sind im Olympischen Goldfinale, die holen uns auf die Bahn drauf auch und wir müssen jetzt Vollgas fahren. Und so haben wir das gemacht. Und haben Gold geholt. Und haben Gold geholt. Und wir hoffen, dass die Wintersportler alle mit Gold nach Hause kommen. Also, Fokus und Sochi. Hallo, ich bin Erik, bin Bahnradsportler. Mein Name ist Robert Kanter, ich bin Bahnradsportler. Ich bin Miriam Welte. Tina Vogel. Robert Förstemann. Finny Enders. Ich supporte Fokus und Sochi. Fokus und Sochi. Fokus und Sochi. Sportler für Sportler. Sportler für Sportler. Mein persönliches Erfolgsgeheimnis, Vollgas und Bam Bam. Fokus und Sochi, Sportler für Sportler.